Bastelzeit und heute habe ich mal wieder was auf dem Tisch zum Reparieren, weil, naja, wie sagt man so schön auf Englisch, this product doesn't suck. Und das ist eher schlecht, wenn es um so ein Teil hier geht. Das hier ist, wie man eventuell erkennen kann, ein wunderschöner Handstaubsauger. Das heißt, wir haben hier vorne unseren Einlass, wo entsprechend gesaugt wird. Gibt, glaube ich, auch noch Schläuche und irgendwelche Spitzen und so. Hat dann hier diese Kammer, wo sich der ganze Dreck drin sammelt mit einem Filter. Das heißt, es gibt also keine Tüten oder sowas. Und ja, Auslass hier vorne, Möglichkeit zum Entriegeln und ein großer Knopf zum Einschalten. Ja, einschalten braucht natürlich auch noch Strom. In dem Fall hier kommt das von innen drin. Das Ding hat einen internen Akku. Auf der Rückseite gibt es eine Micro-USB-Buchse, über die man das Ding laden kann. Problem an dem hier, ja, wie schon gesagt, it doesn't suck, der klappt nicht. Das heißt also, wenn ich versuche, ihn einzuschalten, passiert nichts. Und ja, normalerweise drückt man, hält gedrückt und dann läuft er los. Tut der hier nicht. Auch wenn man das Ding lädt, er blinkt ein bisschen rum in Rot, wird aber nie fertig. Ich gehe davon aus, dass der ein Problem hat. Wundert mich auch ehrlich gesagt nicht. Den hier, den nutze ich normalerweise, um hier meine Sachen sauber zu machen. Gerade wenn man so irgendwie einen Tisch hat, wo man hier Kabel abisoliert hat oder so. Einmal hier mit drüber gehen ist schneller als viele andere Möglichkeiten. Aber der hier ist halt in die Kiste gewandert, weil meine Tische alle wegen dem Wasserschaden eh aktuell nicht nutzbar sind. Und ja, ich schätze, der lag ein bisschen lange. Heißt also, meine Vermutung, Akku wahrscheinlich tief entladen. Ich gehe davon aus, wenn wir das Ding aufmachen, dem Akku so ein bisschen Kickstart geben, also mal extern laden, dann dürfte auch das Ding intern wieder funktionieren. Ich schätze, dass da einfach eine Schutzbeschaltung drin ist. Das gibt es leider ab und zu. Wenn der Akku zu tief fällt mit der Spannung, dann schaltet er einfach den Akku quasi ab. Und schlechte Schutzbeschaltungen, die sorgen dann auch dafür, dass er wirklich komplett getrennt ist und sich auch nicht mehr laden lässt. Gute Schutzbeschaltungen lassen laden, zumindest mal, je nachdem welche Spannung es ist, noch zu. Hier anscheinend nicht. Nun gut, das wäre also mein Nummer 1. Und das zweite, wenn wir mal hier auf die Rückseite gucken, wenn wir schon mal dran sind, hier steht eine Typennummer, CZK6650 irgendwas mit 120 Watt. 120 Watt ist eine ziemliche Ansage für ein Gerät, was wahrscheinlich hinten 18650er drin hat. Also messen wir mal nach, wie viel Watt das Ding wirklich hat. Ich habe nämlich meine Zweifel. Gut, kümmern wir uns erstmal um das Problem mit dem Akku. Um da dran zu kommen, da muss man das Ding ein bisschen zerlegen. Hier gibt es ein paar Schrauben. Wenn wir hier vorne den abmachen, dann sehen wir noch zwei weitere. Also gehen wir doch erstmal hin und schrauben die da raus. Vielleicht kommen wir damit ja schon mal weiter. So, Schrauben sind lose, dann zerlegen wir das Ding mal. Und was ich eigentlich erwarte ist, hier ist ein Motor, ein größerer wahrscheinlich. Hier wird ein bisschen Elektronik sitzen, wo der Schalter ist. Und ich schätze mal der Griff, das werden die 18650er an sich dann sein. Also, zerlegen wir mal. Gucken, ob das hier jetzt aufgeht. Noch nicht ganz. Ja, eine Schraube nicht ganz lose. Ja, doch, die war nicht ganz leer. Okay, hier sind wir. Das ist ehrlich gesagt etwa, was ich vermutet habe, aber nicht ganz. Okay, gehen wir mal gerade durch. Wir haben hier unseren Motor, den hätte ich, magnetisch. Den hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen größer vermutet. Geht dann hier in diese Turbinen-Ding, was auch immer das ist, was dann von vorne saugt. Wir haben hier draufgeklebt mit ein bisschen Heißkleber. Ist kein Heißkleber, es ist eher... Oh. Silikon. Ist auf jeden Fall so pseudo weich. Das wird wahrscheinlich ein Temperaturfühler sein, sodass das Ding bei Überhitzung abschalten kann. Was haben wir noch hier? Wir haben unser Controllerboard. Haben 2, 4 Kabel, die nach hinten gehen. 5 Kabel, die nach hinten gehen. Und 2 Kabel, die zum Motor gehen. Der Motor dabei direkt auf der Platine festgelötet. Der ist natürlich eher nervig, auch der Temperatursensor. Aber was ich aktuell nicht sehe, ist, wie wir an die Batterien kommen. Na gut, ziehen wir erstmal das hier aus. Ich gehe mal davon aus, die dicken, das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Akku sein. Das hier dann, ja, die USB-Buchse könnte das sein. Die brauchen wir auch noch. Schrauben wir mal den hier noch raus. Schaden kann es ja nicht. Gucken wir uns das Ding mal komplett an.
Und auf der Rückseite nicht viel. Ein Taster und 4 LEDs zur Beleuchtung. Wir haben aber noch ein bisschen Beschriftung. BT Plus, BT Minus und halbe Batterie. Das heißt, wir können mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit schon sagen, dass das hier 7,2 Volt dann sind. Sprich die 7,4. Sprich 2 Lithiumzellen hintereinander. Und ansonsten können wir gleich das Board uns nochmal genauer angucken. Ich mache mal ein paar Fotos. Kann man da reingucken, aber was auch immer ich tue, in das Batteriefach komme ich nicht, denn wirklich sehen kann man es nicht, aber hier ist noch irgendwie Plastik da drin. Das heißt, das ist nicht einfach nur die Zellen, die ich rausziehen könnte. Gucken wir mal weiter. Da ist hier hinten vielleicht eine Kappe. Da bewegt sich etwas. So ganz will er noch nicht sich lösen. Jetzt muss man natürlich hier aufpassen. Wie gesagt, da sind Akkus drin. Und auch wenn sie jetzt wahrscheinlich leer sind. Ah, da sind wir doch. Das sieht gut aus. Auch wenn sie jetzt wahrscheinlich leer sind, muss man es ja nicht riskieren. Und ja, da sind wir. Nicht wirklich viel. Wir haben eine 18650 und Überraschung noch eine 18650. Zerlegen wir uns noch weiter? Ja, wieso nicht? Was? Hä? Moment. Ist das ein Aufkleber hier hinten am USB-Port? Na? Das ist kein Aufkleber. Es ist eine Plastikplatte. Okay. Da haben wir noch 2 weitere Schrauben, die sich verstecken. Die sind dann wahrscheinlich, um hier den USB-Port von den Batterien zu trennen. Machen wir das auch mal. Wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind. Dann zerlegen wir auch alles. Wollen ja wissen, was da drin steckt. So, hier haben wir unseren USB-Port. Viel ist nicht drauf. Wie gesagt, Micro-USB. Es gibt 2 Flächen, wo man einen Kondensator hinmachen könnte, die nicht benutzt werden. Es gibt nichts für die Datenpins. Das heißt also, ja, wirklich Signalisierung ist nicht. Praktisch hier an der Methode, man könnte jetzt einfach hier das Board einmal austauschen. Vielleicht hier noch ein bisschen was rausmachen. Und dann kann man das relativ simpel auf USB-C umbauen. Und ja, die 5 Volt gehen dann einfach hier vorne hin. Ist wahrscheinlich nicht ganz standardkonform, weil das Ding hier zieht einfach Spannung. Ohne mal vorher zu fragen, bist du ein Netzteil und kannst du überhaupt auch so viel. Offiziell darf man dann, glaube ich, nur 100 mA ziehen oder sowas. Ich habe die Befürchtung, das interessiert den hier nicht. Der wird da drüber gehen. So, jetzt mal gerade hier gucken. Das hier sind Clips. Kriegen wir die auf? Ja, tun wir. Zack, zack. Haben wir hinten auch Clips? Nein, da haben wir keine Clips. Ah, da sind wir. Wunderschön, da können wir auch sehen, was wir hier verbaut haben. Das sind GZNS 18650 MP-2000, 7,2 Wattstunden bei 3,6 Volt. Das heißt wahrscheinlich hier 2 Amperestunden pro Akku. Und dadurch, dass sie hintereinander geschaltet sind, also hier sind sie miteinander verbunden, sind es dann ja, 7,2 Volt im Prinzip Nennspannung plus minus hoch bis 8,4 Volt dann, wenn sie komplett geladen sind. Am Ende haben wir etwa 14 Wattstunden hier in diesen Akkus drin, wenn sie voll sind. Ich gehe jetzt mal hin und suche mir mal ein Multimeter, gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Spannung drauf kriegen, weil ich gebe direkt Spannung drauf. Ich mache es mal gerade an eins von meinen Ladegeräten, einfach so ein TPS-Modul, die haben ja auch Slow Charge und alles und ich gehe davon aus, dass die einfach nur ein bisschen niedrig sind, wenn wir hier gucken. Das sieht so aus. 2,5 Volt in etwa 2,6. Das kann sein, dass da die Protection schon angesprungen ist und das deswegen nicht geht. Und da sind wir zurück mit hoffentlich vollen Akkus. Ich habe sie mal so zur Hälfte geladen in etwa. Das müsste eigentlich passen. Gucken wir mal, ob wir hier den Kasten wieder zubekommen. Die beiden Kabel waren in der Mitte. Okay. Hier hinten haben wir ein paar Pins, die aneinander greifen. Und gehst du zu? Oder muss ich nachhelfen? Das klingt gut. Hat geknackt. Ist so. Gut, dann müssen wir jetzt nur hier hinten so einen USB-Port auch wieder zusammensetzen. Vorzugsweise in die richtige Richtung. Königreich, wenn man jetzt sich noch daran erinnern könnte, was in welche Richtung musste. Ich
glaube, so rum. Das wird hier hinten rein, das da rein. Ja, das sieht so aus, als ob das funktioniert. Die Schrauben wieder rein. Und den Deckel natürlich gleich wieder. So, gucken, dass wir den Anfang richtig erwischen. Hier diese Schrauben, die direkt in Plastik reingehen. Da darf man halt keine wirkliche Gewalt anwenden oder irgendwas. Also nicht irgendwie versuchen, die mit aller Gewalt da reinzuschrauben. Lieber ein bisschen zurückdrehen, bis das es mal klippt. So, den hier können wir auch wieder drauf machen. Einmal Deckel. Dann sieht es wieder schön aus. Und im Prinzip können wir direkt testen. Bauen wir mal hier unseren einen Ausschalter wieder zusammen. Wenn ich mich noch daran erinnern kann, wie der da drin war. Das sieht richtig aus. Ja, ist gekeyt. Den kann man gar nicht falsch rum einsetzen. Noch schöner. Dann schrauben wir den mal wieder fest. Einfach nur, um sicher zu gehen, weil da geht halt dann doch so das bisschen drüber. Und ja, werden ein paar Ampere sein. Ich meine, wir können ja mal rechnen. 120 Watt geteilt durch, was haben wir für eine Spannung? Sagen wir mal 8 Volt. 120 durch 8. Das sind dann was? 15 Ampere? Ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ich glaube nicht, dass hier diese Akku für 15 Ampere so gedacht sind. Also, ja, wobei, könnte sein. Müsste man das Datenblatt gucken. Ich habe es wahrscheinlich eben schon eingeblendet, weil ich so schlau war. Da kann man dann wahrscheinlich schon erkennen, ob das Ding jetzt für diese, die Ströme, die sie hier haben wollen, wirklich geeignet ist. Es gibt halt Zellen, die sind eher auf hohe Kapazität getrimmt und es gibt Zellen, die sind eher auf viel Strom getrimmt. Und Moment der Wahrheit. Was meint er? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Zack, zack. Laden wir erstmal. Ja, komm, wir laden erstmal. Gucken wir mal gerade, ob wir hier ein Kabel haben. Haben wir. Und was meint er? Wenn ich jetzt einstecke, beginnt er wieder zu laden. Zack. Okay, blinken tut er. Das hatte er halt beim letzten Mal auch. Ist aber dummerweise nie fertig geworden. Was wir auch schön sehen können, das Rot ist nur an der Seite. Dann schätze ich, dass die LED grün oder blau oder was es war für an der Seite eher ist. Versuchen wir mal einschalten. Wie gesagt, ich habe ja das Ding halb geladen. Mit Glück geht es jetzt an. Und? Ah, das klingt gut. Nun gut, ich hoffe einfach mal, dass er jetzt auch lädt. Können wir das irgendwie testen? Ja, doch, ich könnte meinen USB-Tester gerade holen. Moment. Oder holen wir eine Powerbank, die tut's auch. Die zeigt ja auch ein bisschen Ampere an. Also, nehmen wir uns mal das Kabel. Stecken es ein. Wir erwarten jetzt hier einen Strom. Offiziell darf er nur 150 mA. Ich schätze mal, dass es eher so Richtung Ampere geht. Und an geht er schon mal. 5 Volt. 500 mA zieht er. Ja. Es ist nicht wirklich standardkonform, ein halbes Ampere zu ziehen, aber es ist meistens so ein Wert, wo nichts kaputt geht. Denn wenn man aushandelt, darf man bei USB 2 ein halbes Ampere ziehen. Das heißt also auch so ein Port am PC oder so kann das normal ab. Wie gesagt, normalerweise nur nach dem Aushandeln, aber nee, hätte ja dann Geld gekostet, hier eine Elektronik reinzumachen. Dann würde ich sagen, wir gehen gerade nochmal über die Elektronik und wir messen gerade nochmal, wie viel hier durchgeht. So, wenn wir uns die Platine mal genauer angucken, dann können wir schon mal ein paar schöne Sachen sehen. Und zwar hauptsächlich den Pfad, wo der Strom langkommt. Der Plus, der ist nämlich hier oben. Und der ist schnell erklärt, der geht nämlich direkt von der Batterie hier zu dem Ding, was wir hier gesehen haben, zum Kabel und dann entsprechend zum Motor. Das heißt also, das sollte klar sein. Der Minus, der geht erstmal hier über diesen Widerstand hier, R004, also 4 Milliohm, 0,004 Ohm. Von da aus geht es auf den hier, das wird dann irgendeine Art MOSFET sein und der schaltet das dann weiter durch auf hier diese große Fläche, die dann entsprechend hier hinten auf den zweiten Draht geht. Das sagt uns zwei wichtige Punkte. Nummer 1, der hier schaltet den ganzen Spaß. Nummer 2, wir haben irgendeine Strommessung. Und Nummer 3, wir haben keine Battery Protection dazwischen. Das heißt, ja, hier wo auch immer das Gate herkommt, direkt hier unten von diesem Chip hier, der kontrolliert, ob der Motor an ist oder nicht. Und der muss sich auch darum kümmern, dass die Batterie nicht tief entladen wird und nicht. Ich hoffe, die haben einen Voltage-Sensor. Nun gut, wir können auch mal durchgehen, was wir sonst noch so haben, was wir eventuell hier sehen können.
Das erste, was wir sehen können, das ist noch die hier, die SS310. Das ist eine Diode. Und wenn wir gucken, hier ist ja Plus, hier ist Minus. Die ist falsch rum eingebaut sozusagen, hat aber einen einfachen Grund. Das ist eine Freilaufdiode. Das heißt, die wird benutzt, um die Spannungsspitze vom Motor wegzumachen. So ein Motor, das ist ja quasi eine Riesenspule. Und wenn wir eine Spule ausschalten, dann gibt die sozusagen rückwärts, versucht die Energie loszuwerden, kann sehr hohe Ströme erreichen. Um das zu verhindern, wird diese Energie einfach dann über die Diode abgeleitet. Das passt dann schon. Was wir sonst noch haben, das ist, wie gesagt, der hier, den Schalttransistor. Den können wir uns auch mal angucken. Das ist dann wohl der hier, NCE3090K von NEC Power, wenn ich das richtig sehe. NCE Power. Und das ist ein 30 Volt 90 Ampere Schalter mit einer Gate-Spannung Minimum 4,5 Volt, besser 10 Volt. Heißt also, wir können sehr stark davon ausgehen, dass was auch immer da drin an Logik operiert, mit 5 Volt läuft und nicht mit 3,3 Volt, wie es heute eigentlich üblich ist. Der wird gesteuert, wenn wir hier den Pfad mal folgen, über diesen Widerstand von dem hier unten. Der hat leider absolut nichts an Beschriftung, also da können wir uns querstellen. Da ist dummerweise nichts drauf, der gute alte, ja, unbekannte Mikrocontroller. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, das ist wirklich ein Mikrocontroller. Wir sehen ja auch hier, der kontrolliert so ziemlich alles, hat hier an der Seite seine Stromversorgung. Und ich gehe davon aus, die Stromversorgung kommt hier von dem, 7550. 550 klingt schon sehr nach einem 5-Volt-Spannungsregler. Und Überraschung, wenn wir uns den hier mal aufmachen, HM75XX von HM Semi. Und die 550, das ist tatsächlich 5 Volt, wie wir das auch eben schon vermutet hatten. Wenn wir dann rübergehen, dann haben wir hier, das müsste unser Temperatursensor sein. Der geht, wie wir sehen können, auch direkt hier in den Chip rein. Wir haben hier oben zwei Transistoren. Das sind ja wahrscheinlich N-Channel MOSFETs oder N-Channel BJTs. Zwei Stück. Auf der Rückseite haben wir rote und blaue LEDs. Ich gehe sehr stark davon aus, die beiden hier, die schalten einfach nur die LEDs auf der Rückseite ein und aus. Das würde hinkommen. Und dann bleibt noch diese ganze Ecke hier oben, die sieht ein bisschen komplizierter aus, hier mit Spule und jede Menge IC-Kram und so weiter. Das erste, was wir hier oben haben, das ist der hier. Der ist ein 8205S. Und wenn wir gucken, das ist einfach nur ein N-Channel MOSFET. 20 Volt bis zu 5 Ampere und mit einer relativ geringen RDS-On. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber was ich mir vorstellen könnte, wir haben hier ja direkt unseren Eingang. Es könnte sein, dass man das Ding hier verwendet, um einen Polaritätsschutz zu machen. Dass, falls man die Spannung da falsch rum reingibt, nicht direkt hier alles um die Ohren fliegt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, bei USB falsch rum etwas einzustecken, aber naja, es gibt seltsame Kabel. Also von daher, sicher ist sicher. Könnte also sein, dass der dafür ist. Dann haben wir hier noch einen, den habe ich eben noch gar nicht gesehen. Das ist wohl nochmal irgendwie ein MOSFET. Bin ich mir nicht wirklich sicher, was der da noch sucht. Wo ich mir aber relativ sicher bin, das ist der hier. Das ist nämlich der HM Semi HM4031. Den können wir wiederum finden. Und zwar hier H&M Semi 4031-2. Ist jetzt nur auf Chinesisch, aber ich denke, wir können genügend erkennen, um zu wissen, was das Ding macht. Wir sehen hier etwas mit 5 Volt. Jep, wir kriegen USB rein, also 5 Volt. Wir sehen etwas mit PWM. PWM 300 Kilohertz, das heißt, es wird etwas geschaltet, wahrscheinlich mit einer Spule. Und Überraschung, hier hinten hatten wir ja eine Spule. Das kommt also alles hin. Und was wir auch sehen können, das ist, wenn wir hier weitergehen, einen Constant Current und Constant Voltage. Das heißt, das Ding wird der Akkulader sein. Und das macht auch durchaus Sinn, dass man sowas hier verwendet, denn unsere normalen, die TP4051 oder was es war, die funktionieren hier nicht, denn wir kriegen ja hier 5 Volt rein. Aber wir haben hier hinten ja zwei Zellen. Normalerweise haben wir ja nur eine Zelle mit maximal 4,2 Volt. Da können wir einfach die 5 Volt dann so weit runterdrücken. Aber hier müssen wir auf 8,4 Volt hoch. Wir brauchen also eine höhere Ausgangsspannung, als die Eingangsspannung ist. Das heißt, der hier, der spielt in dem Fall Step-Up-Converter, macht die 5 Volt hoch auf die 8,4. Natürlich mit der Strommessung, die wir ja hier haben. Das heißt also, Strom geregelt, beziehungsweise Spannungsgeregelt gegen Ende,
wird die Spannung hochgesetzt über die Spule, wahrscheinlich dann hier diese Diode. Und so kann der dann den ganzen Kram laden. Was mich hier noch ein bisschen wundert, hier steht etwas von Precharge. Das heißt also, ich hätte eigentlich erwartet, dass das Ding auch einen leeren Akku irgendwie wiederbeleben kann. Insbesondere, weil wir haben ja gesehen, hier auf dem Board ist nichts, was irgendwie nach einem wirklichen Protection IC aussieht. Also eigentlich hätte das gehen sollen, aber naja, gut. Irgendwas hat wohl nicht so ganz funktioniert. Stören soll es mich jetzt nicht, denn am Ende, aktuell läuft es ja und jetzt wissen wir auch grob, wie hier die Schaltung klappt. Okay, dann messen wir mal ein bisschen, was der Akku so hergibt. Aktuell sehe ich das eventuell hier unten noch blinken, das heißt, ich bin gerade am Laden. Laden heißt, wir müssten eigentlich, davon ausgehend, dass er schon fast voll sein sollte, ungefähr bei 8,4 Volt jetzt sein, wenn wir hier auf die beiden gehen. Vorzugsweise nicht drüber. 8,39, das kommt hin. Holen wir mal den mittleren. Müssten 4,2 sein. 4,198. Wie sieht der andere Akku aus? 4,1993, okay. Das heißt, wir haben ungefähr 5 Millivolt zwischen den beiden Zellen Unterschied. Es gibt hier, wenn ich richtig gesehen habe, halt nichts, was irgendwie ein Active Balancing macht. Also der wirklich dann versucht, die beiden Zellen auf ein Niveau zu bekommen. Ja, gut. Könnte man jetzt manuell noch ausgleichen, dann ein bisschen Batterielaufzeit rauskriegen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das hier erst nur ein Problem ist. Fehlt noch die Frage, wie sieht es mit dem Strom aus? Machen wir den mal dran. Glücklicherweise sind die Kabel ja hier so schön groß. Ich fürchte, mit der 2 Ampere komme ich nicht weit. Also gehen wir mal hin und gehen hier auf die 20 Ampere. Da müssten wir eigentlich jetzt was sehen. Und jetzt gucken, dass wir das Ding hier auf 0 stellen. Das Ding ist halt ein bisschen empfindlich, gerade was so Magnetfelder angeht. Jetzt sind wir ungefähr bei 0. Wenn ich jetzt einschalte, passiert nichts, weil ich noch am Laden bin. Vielleicht sollte ich erst rausziehen. Ja. Dann müssen wir gleich natürlich auch nochmal die Spannung dazu gucken. Erstmal den Strom. Wie viel haben wir zu erwarten? 15 Ampere haben wir ja gesagt, müssten es sein. Und nicht ganz. Wir sollten jetzt natürlich hier vorne noch das Ding draufsetzen. Geht das überhaupt? Ja, das müsste dicht sein. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir auch den nötigen Gegendruck haben. Versuchen wir das nochmal damit. Ja, knapp über 5 Ampere. Das ist sportlich. Frage ist jetzt, wie sehr sinken die Zellen? Habe ich noch ein zweites Multimeter, womit wir das gleichzeitig messen können? Lasst mal hier gucken. Okay, ich hoffe, dass jetzt alles im Bild ist und zu sehen ist. Dann versuche ich mal mein Glück hier mit alles gleichzeitig messen. So, wir haben 8, irgendwas Volt, 8,35, 0 und 0. Frage ist, wie verhält es sich, wenn ich hier zuhalte? Kriege ich das gleichzeitig hin? Ich denke schon. Ein bisschen Handakrobatik hier. Geht der Strom jetzt hoch? Interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Strom eher hoch geht, weil er ein Vakuum zieht. Aber anscheinend ist es genau andersrum. Durchs Zuhalten wird hier hinten wahrscheinlich der Luftstrom gestört. Und gibt dann andere Effekte, was dafür sorgt, dass er eben nicht mehr seine volle Leistung erreicht. Und Turbo! Aber gut, wir wissen jetzt, wie viel das Ding kann. Und ich denke, damit sind wir dann soweit auch durch. Ich baue das mal wieder hier zusammen, vorzugsweise in die richtige Richtung. Und dann habe ich hier wieder eine Möglichkeit, meinen Tisch sauber zu machen. Zumindest, wenn ich das Bedürfnis dazu habe.
Bei dem Ding hier haben wir ja nicht wirklich etwas kaputt gemacht oder abgeschnitten oder sonst was. Das heißt, jetzt liegt hier nichts auf dem Tisch rum. Ich kann mich da schön zurücklehnen und muss nicht nochmal extra sauber machen. Jedenfalls nicht mit dem Staubsauger. Aber wenn mal was ist, dann tut der hier jetzt hoffentlich wieder, was er soll.